kommen zu Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Piraten, Freifunk in Nordrhein-Westfalen, Bürgernetze ausbauen und weiter stärken. Ich eröffne die Beratung. Und für die antragstellenden Fraktionen hat als erstes für die SPD-Fraktion Herr Kollege Schneider das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die menschliche Kreativität, sie ist wie Wasser. Sie sucht sich ihren Weg. Das ist der Grund, warum es in immer mehr deutschen Städten den Freifunk gibt. Statt sich von der bundesdeutschen Störerhaftung aufhalten zu lassen, erfanden engagierte Menschen ein Bürgernetz, das legales, kostenlos WLAN ermöglicht und dabei noch einen interessanten Nebennutzen bringt. Bürgerinnen und Bürger können sich miteinander austauschen. Sie können ihr eigenes soziales Netzwerk gründen, Inhalte teilen und sich auf diese Weise emanzipieren von den großen Datenkraken der schönen neuen Netzwelt. Vielleicht eröffnet Freifunk damit auch einen Blick in die Zukunft. In die Zukunft digitalisierter urbaner Räume. Denn ich persönlich bin mir sicher, dass sich unser Leben im öffentlichen Raum verändern wird. Begeben Sie sich deshalb mit mir auf eine kleine Reise in die Zukunft. In 5 oder 10 Jahren wird die Innenstadt noch immer viele Menschen anlocken. Es gibt zwar nicht mehr so viele Läden in den Seitenstraßen, dafür reiht sich auf der Haupteinkaufsstraße Schaufenster an Schaufenster. Hinter jedem zweiten davon verbirgt sich ein sogenannter Showroom. Hier probieren die Kunden an, hier fühlen sie, hier riechen sie, hier schauen sie, um daraufhin eine Wahl zu treffen. Mit ihrem Smartphone wird dann bestellt und am selben Tag noch geliefert. Nicht aus dem Geschäft heraus, sondern von Zentrallagern außerhalb der Stadt. Dazwischen finden sich auch immer wieder Servicestationen für die unterschiedlichsten Produkte, die hier reklamiert oder repariert und am Ende umgetauscht werden können. Always online. Die Menschen, die heute hier durch die Straßen schlendern, sind mit ihrem Phablet unterwegs. Einer Mischung aus Smartphone und Tablet, das sich mittlerweile als Standard etabliert hat. Aufs Datenvolumen, das ihr alter Mobilfunkvertrag vielleicht noch vorsieht, brauchen Sie dabei nicht zu schauen, denn Innenstädte, meine Damen und Herren, sind nur noch dort stark frequentiert, wo es ein lückenloses WLAN-Netzwerk gibt, kostenlos und ohne umständliche Anmeldung. So sitzen Sie denn in den Cafés, in Restaurants und Parks. Die Aufenthaltsqualität hat sich in den vergangenen Jahren überall stark verbessert, denn die Innenstadt ist mittlerweile der Ort, wo sich die Menschen einmal physisch miteinander treffen, um sich zu sehen, in die Arme zu nehmen. Weil dabei die allermeisten ihr Phablet oder ihr Smartphone dann doch nie aus der Hand legen mögen, sondern selbst im Gespräch noch drauf herumtippen und ständig etwas auf dem Display zeigen, gibt es mittlerweile sogenannte Offline-Cafés. Handys müssen draußen bleiben, steht auf dem Schild neben der Tür. Ein Störsender hilft dabei, das Verbot auch durchzusetzen. Wie immer sind in diesen Offline-Cafés alle Tische besetzt, denn, meine Damen und Herren, offline ist das neue Bio. Die Stadt ist jedoch auch kleiner geworden. Die Stadt ist jedoch auch kleiner geworden. Es leben weniger Menschen hier, dafür immer mehr betagtere Frauen und Männer. Sie genießen ihren Ruhestand und die digitalen Annehmlichkeiten. Durch den im Netzwerk organisierten Hausnotruf fühlen sie sich zu Hause sicherer. Zwar können sie ihr Abo im Theater nicht mehr persönlich einlösen, doch schauen sie dann zumindest den Livestream aus dem städtischen Theater auf dem heimischen Flachbildschirm. Nach der Vorstellung tauscht man sich aus. Statt auf Facebook, das in den vergangenen Jahren immer unbeliebter wurde wegen seiner laxen Datenschutzeinstellungen, wird der Austausch jetzt über lokale Plattformen organisiert. So behalten die Nutzer vor Ort die Kontrolle über ihre Daten. Auch der Lokaljournalismus hat auf den Trend reagiert. Mikro- und Datenjournalismus sind die Trends der Zeit. Statt der großen Politik, die längst über andere Internetseiten und Blogs abgebildet werden, lesen Bürgerinnen und Bürger bei der Online-Lokalzeitung ständig aktualisierte Neuigkeiten aus ihrer Stadt. So geht gerade die Benachrichtigung an alle Smartphones im Netzwerk, dass die Ausfahrt von Parkplatz 1 aufgrund eines Auffahrunfalls verstopft ist. Dieser Service gehört zum Verkehrsmanagement, das dazu geführt hat, dass es praktisch keine Staus mehr gibt und die Suche nach einem Parkplatz der Vergangenheit angehört. Wer selbst mit dem Auto unterwegs ist, merkt ohnehin nichts von Verkehrsstörungen.
Das autonome Fahren ist längst zur Regel geworden. Und damit reicht es vollkommen aus, mündlich den eigenen Zielwunsch zu formulieren. Den Rest übernimmt das voll vernetzte Auto. Die Share Economy hat auch positive Seiten. Die wenigsten Menschen besitzen dann überhaupt noch ein Auto. Viel effektiver ist das Carsharing, das sich vor allem in Großstädten durchgesetzt hat. Mit der richtigen App und in Verbindung mit dem ÖPNV lassen sich Verbindungen auf die Sekunde genau berechnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden es bemerkt haben, die Verbindung ins Internet spielt bei meinem Blick in die Zukunft eine entscheidende, wenn nicht gar die entscheidende Rolle. Die Realität sieht heute jedoch leider noch düster aus. Nur 39% der Internetnutzer gehen laut einer Umfrage von Bitkom Research außerhalb ihrer Wohnung über WLAN ins Internet. Schuld daran, so die Autoren, seien die restriktiven gesetzlichen Regelungen zur Störerhaftung. Die geringe WLAN-Nutzung bremse damit die digitale Entwicklung aus. Sie laufen Gefahr, offline zu werden. Ich werde gleich offline gesetzt, deswegen komme ich auch zum Ende. Sie haben absolut recht, dass die digitale Entwicklung gestört wird, meine Damen und Herren, ist für uns nicht hinnehmbar. Und deswegen möchten wir mit unserem gemeinsamen Antrag den Freifunk stärken, der eine Brücke in die Zukunft baut. Und daran, meine Damen und Herren, wird auch die Vorratsdatenspeicherung hoffentlich nichts ändern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Für die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollege Schneider, so ein paar Impressionen aus der digitalen Zukunft, die Sie hier gerade beschrieben haben, durfte ich mir vor einigen Wochen anschauen. Da war ich mit einer Delegation aus meiner Fraktion in Estland und Finnland, in Helsinki und Tallinn. Und wir haben dort viele Gespräche geführt über die Gestaltung des digitalen Wandels dort. Es ist absolut faszinierend, was gerade in Estland als digitale Gesellschaft entstanden ist. Und das, was diese Entwicklung dort ermöglicht hat, das haben die Esten auf den Slogan Fresh Air and Free Wi-Fi gebracht. Und dieser Slogan Fresh Air, Free Wi-Fi, als ich den Slogan das letzte Mal zitiert habe, von einem Kollegen aus der CDU-Fraktion gebeten, das zu übersetzen. Das heißt frische Luft und freies Internet. Beides Sachen, mit denen Sie so gewisse Schwierigkeiten haben, die Sie nicht so gut kennen. Aber stellen wir uns mal vor, jemand, der nur frische Luft und freies Internet kennt, frische Luft und freies WLAN kennt, der kommt nach Deutschland und soll auf einmal 15 Euro für einen Tag im Internet oder 7 Euro für eine Stunde bezahlen. Über diese Bedingungen lacht inzwischen ganz Europa. Aber freies Internet, liebe Kolleginnen und Kollegen, freies Internet ist in diesem Zusammenhang mehr als kostenloses Internet. Das ist gerade im Zusammenhang mit der Freifunkdebatte sehr wichtig. Bei Freifunk geht es darum, aus einer basisdemokratischen Initiative heraus ein offenes Bürgernetz aufzubauen. Freifunk ist insofern auch ein Projekt, was eben auch unserer grünen Philosophie sehr nahe steht. Aus zivilgesellschaftlicher Initiative entsteht etwas Gutes für alle. Und darum sind wir froh, dass wir uns heute auf diese gemeinsame Initiative verständigen konnten. Darum unterstützen wir die Freifunk-Initiativen, die Freifunk-Philosophie seit vielen Jahren, seit langer Zeit politisch und auch praktisch, arbeiten mit vielen Initiativen vor Ort zusammen und fördern dadurch auch ihre Arbeit. Freifunk bedeutet, dass Internetzugänge geteilt werden. Das bedeutet teilweise auch, dass ich eben, wenn ich über einen öffentlichen Platz gehe, nur noch ein Netz angezeigt bekomme, statt heute vielleicht 20, oder dass sich in einem Mehrfamilienhaus mehrere Parteien einen Netzzugang teilen können. Und das ist dann, meine Damen und Herren, nicht einfach nur ein Netz, sondern Freifunk, ein freies WLAN für alle, ohne Überwachung und ohne Abzocke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit seinem heutigen Beschluss setzt der Landtag ein klares Zeichen zur Unterstützung der Freifunkbewegung. Wir wissen aus vielen Gesprächen vor Ort, dass ein solches Zeichen der politischen Unterstützung ein unglaublich wichtiges Signal ist
für die Arbeit der lokalen Initiativen und dass es zugleich sehr konkret hilft, wenn es etwa darum geht, mit Städten oder Gemeinden über die Nutzung kommunaler Liegenschaften für die Aufstellung von Freifunkroutern zu verhandeln. Gerade in dieser Hinsicht, meine Damen und Herren, geben wir ja als Land jetzt auch mit gutem Beispiel voran. Die Landesregierung wird in unserem Antrag aufgefordert, ein Konzept zu entwickeln, um landeseigene Immobilien auch für Freifunk zugänglich zu machen. Es ist gerade auch angesprochen worden, Freifunk braucht gute Rahmenbedingungen. Ich denke da auch zuvorderst an die Abschaffung der Störerhaftung. Nach Bundeswirtschaftsminister Gabriels ersten durchaus großspurigen Ankündigungen war dann der erste Gesetzentwurf zur Änderung des Telemediengesetzes eine in Paragraphen gegossene Unverschämtheit gegenüber allen, die sich für freie WLANs und die Förderung digitaler Teilhabe einsetzen. Dieser Entwurf ist auch am Widerstand aus Nordrhein-Westfalen gescheitert. Und dafür will ich auch der Landesregierung an dieser Stelle noch mal herzlich danken. Ich will auch Dank sagen, meine Damen und Herren, im Namen meiner Fraktion all denen, einige sitzen heute hier bei uns im Plenarsaal, folgen dieser Debatte, all denen, die sich als Freifunkerinnen und Freifunker schon heute für digitale Teilhabe engagieren. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr noch mehr werdet, noch mehr Verbündete findet. Ich will an dieser Stelle auch wirklich ganz herzlich den Kollegen Lammler für die Initiative danken. Ich weiß, es ist ein Herzensanliegen von Ihnen, was wir heute umsetzen, und auch dem Kollegen Schneider. Wir haben sehr, sehr gut in dieser Konstellation zusammengearbeitet, und ich finde, wir haben einen sehr guten Antrag gemeinsam hinbekommen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die Piraten spricht Herr Kollege Lammler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, da es immer etwas abstrakt wirken kann, über elektromagnetische Strahlen zu sprechen, habe ich mal so ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht, damit wir auch alle wissen, worum es hier geht. Liebe Zuschauer auf der Tribüne und auch im Netz, heute ist ein großartiger Tag. Ein Etappenziel einer langen Reise wurde erreicht. Freifunk ist im Landtag, dem höchsten demokratischen Gremium des Landes NRW, angekommen und somit spätestens ab heute ein fester Teil der Gesellschaft. Bereits im Oktober 2014 stand ich hier und erzählte über die Geschichte des Freifunks, über all die wunderbaren Menschen, die bereits seit Jahren viel Herzblut, Zeit und nicht zuletzt Geld in dieses Projekt investierten. Getrieben werden sie alle von einer Vision eines freien, unabhängigen Datennetzwerks, fest in den Händen vieler Individuen und somit in den Händen der Allgemeinheit. Freifunk ist digitale Allmende. Fern von kommerziellen oder staatlichen Interessen, resistent gegen Zensur und Manipulation. Ja, man könnte sagen, Freifunk ist ein Garant für unsere Demokratie. Und mit diesem Antrag öffnen wir den Freifunkerinnen und Freifunkern neue Türe und Wege. Und darauf bin ich sehr stolz. Dankbar bin ich den rot-grünen Regierungsfraktionen, die sich für diese Idee nicht nur begeistert haben, sondern letzten Endes auch bereit waren, diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Ganz besonders herzlich möchte ich mich beim Herrn Schneider bedanken, der diese Idee in seiner Fraktion beworben hat, und beim Herrn Bolte, der, glaube ich, nicht so viel Mühe in seiner Fraktion hatte, diese Idee zu bewerben. Mit diesem Antrag verpflichtet sich die Landesregierung, Freifunkinitiativen den Zugang zu Dachflächen der Landesimmobilien zu ermöglichen, Aufklärungskampagnen in den Städten und Kommunen zu initiieren und nicht zuletzt dieses Engagement vieler Ehrenamtlicher finanziell zu stützen. Aber es wäre jetzt falsch und fahrlässig, als Politik die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja, macht mal. Denn mit dieser Entscheidung hat die Gesellschaft auch Verantwortung für diese noch sehr junge und sehr verletzliche Bewegung übernommen. Und während wir uns hier in NRW über Freifunk freuen und die Freifunkenden in höchsten Tönen loben, droht auf Bundesebene ein Ungemach. Mit der Novellierung des Telemediengesetzes und den vorliegenden Gesetzesentwürfen würde die Freifunkbewegung großen Schaden nehmen. Liebe Landesregierung, liebe Fraktion von SPD und Grünen und vielleicht auch den einen oder anderen von der CDU,
lassen Sie im Bundestag nicht zu, dass die Freifunkbewegung durch diese unsinnigen und unnötigen Regelungen ausgebremst oder sogar gestoppt wird. Und leider muss ich an dieser Stelle auch noch mal ein spezielles Wort in die Richtung der SPD richten. Denn mit dem Ja der Delegierten zur Vorratsdatenspeicherung beim SPD-Konvent am letzten Wochenende haben Sie nicht nur in Ihrer Partei ein bürgerrechtliches Desaster angerichtet, sondern schaffen eine Grundlage dafür, dass bürgerschaftliches Engagement des digitalen Zeitalters, so wie Freifunk es ist, überhaupt nicht entstehen kann. Meine Damen und Herren, liebe Sozialdemokraten, bitte besinnen Sie sich wieder auf Ihre sozialdemokratischen Werte und hören Sie auf, mit Freiheits- und Bürgerrechten zu spielen. Digitalisierung bietet viele Chancen und Möglichkeiten. Wir werden noch alle viel lernen müssen, damit überhaupt umzugehen. Die Freifunkbewegung wird lernen müssen, welche Verantwortung sie für das eigene Werk trägt. Und sie wird lernen müssen, sich auf politischer Ebene zu bewegen und lernen müssen, zu wachsen, ohne dass dabei Wissensmonopole und Hierarchien entstehen. Ein niedrigschwelliger Wissenstransfer wird dabei essentiell wichtig sein. Aber auch die Politik wird lernen müssen, dass Freifunk viel mehr ist als nur gratis WLAN. Sie wird lernen müssen, damit umzugehen, dass diese Bewegung Medienplattformen und Strukturen schafft, die wir uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Und wenn wir schon beim Lernen sind, vielleicht augenzwinkernd, auch die Grünen werden lernen müssen, dass man mit einer grün bemalten Fritzbox keinen Freifunk machen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freifunkenden, liebe SPD, liebe Grünen, ich danke für den Weg bis hierhin und freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lambler. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Schick. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Menschen und Unternehmen brauchen überall in Nordrhein-Westfalen schnelle Datenleitungen und schnelle Internetanschlüsse. Das sicherzustellen in Köln genauso wie im sauerländischen Hallenberg ist eine der größten Herausforderungen, der sich die Politik hier im Landtag stellen muss. Was wir allerdings feststellen müssen, ist, dass sich Nordrhein-Westfalen beim Ausbau von Datenautobahnen auf der Kriegsspur, wenn nicht sogar auf dem Standstreifen befindet. 1,5 Jahre ist es her, seit Minister Dün zum ersten runden Tisch Breitband einberufen hat. Ein konkretes Maßnahmenpaket liegt bis heute nicht vor. Einzig die unzureichenden Altmaßnahmen tröpfeln weiter. Herr Minister Dün, durch Kaffee und Kekse wird das Internet nicht schneller, auch wenn man sie am runden Tisch bereitstellt. Zuständig ist aber nicht nur Minister Dün, sondern auch Minister Remmel. Und Herr Schneider, ich bin Ihnen für Ihren Erklärungsansatz sehr dankbar. Offline ist das neue Bio. Bisher habe ich nicht verstanden, warum Minister Remmel, der für die ländlichen Räume zuständig ist, da nicht mehr Tempo gemacht hat. Aber wenn offline das neue Bio ist, verstehe ich jetzt natürlich, warum wir da so wenig zu erwarten haben. Seit 2011 steigt die Anzahl der Haushalte mit schnellem Internet in Nordrhein-Westfalen lediglich um 5,6 Prozentpunkte. Im gleichen Zeitraum in Bayern waren es 33,7 Prozentpunkte. Bei gleichbleibender Ausbaudynamik wird Bayern, wie versprochen, 2018 alle Haushalte mit schnellem Internet versorgen. Nordrhein-Westfalen braucht dafür 10 Jahre länger. Digital abgehängt heißt das. Dabei liegen die Ideen doch auf dem Tisch. 8 konkrete Vorschläge haben wir unterbreitet, die müssen nur umgesetzt werden. Ob es die Potenziale der europäischen Kostensenkungsrichtlinie, das Breitbandförderprogramm der NRW-Bank, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Referenzprojekte zum flächendeckenden LTE-Ausbau oder die Verwendung der EFRE-Mittel sind, überall haben wir Konzepte vorgelegt. Herr Kollege Schick, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es gibt 2 Wünsche nach Zwischenfragen. Zum einen von Herrn Kollegen Engstfeld von den Grünen und von Herrn Marsching von den Piraten. Beides lasse ich natürlich zu. Ja, dann fangen wir mit Herrn Kollegen Engstfeld an. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schick, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte mich nur höflichst erkundigen, ob Sie in Ihrer Rede noch mal auf dem Antrag auch noch zu sprechen kommen. Hätten Sie mich nicht unterbrochen, wäre das der nächste Satz gewesen. Also insofern
haben Sie Ihren Wissensdurst nicht gestillt, sondern ihn nur unterbrochen. Ja, vielen Dank. Dann jetzt Herr Kollege Marschall. Im Grunde genommen hat sich die Zwischenfrage erledigt. Ich wollte auch fragen, was Sie bisher ausgeführt haben, mit dem Thema Freifunk zu tun haben soll. Das hat sich mir nicht erschlossen. Also ich wollte gerade auf die Thematik und die Verbindung aufmerksam machen. Selbstverständlich sind Freifunk genauso wie öffentliche WLAN-Hotspots Möglichkeiten, um mobiles Internet in die Fläche zu bekommen. Und wir unterstützen diese Initiativen ausdrücklich. So, damit ist die Beantwortung denn auch erfolgt. Etwas mehr Geduld hätte da auch zu einem Ergebnis geführt. Das, was man allerdings auch sagen muss, ist, dass das an vielen Orten nur der zweite Schritt ist. Denn für Freifunk braucht man natürlich Datenleitung. Und die gibt es in verschiedenen Gegenden nur in unzureichendem Maße. Dort tröpfelt das Internet nur. Statt eine Gesamtlösung vorzulegen, produzieren Sie nur Stückwerk. Für die Verbreitung von Freifunk soll in Ihrem Antrag Geld zur Verfügung gestellt werden. Woher kommen diese Gelder? Aus der digitalen Dividende 2? Gibt es weniger Geld für den ländlichen Raum? Oder sollen weniger Gelder für Gewerbegebiete zur Verfügung gestellt werden, obwohl heute noch 9 von 10 Gewerbegebieten nicht mit schnellem Internet angeschlossen sind? All das sind Fragen, die wir in aller Ruhe im Ausschuss hätten beraten können. Wenn es den Antragstellern ernst gewesen wäre, hätten wir vielleicht sogar zu einer gemeinsamen Lösung kommen können und einen gemeinsamen Antrag verabschieden können. Aber, Herr Bolte, Ihnen ging es darum nicht. Im Gegenteil, Sie wollten hier schlaue Sprüche klopfen, haben uns sogar noch erklärt, wie verschiedene Begrifflichkeiten aussehen. Aber Herr Lammler hat es ja freundlicherweise schon erschienen. Wer Pressekonferenzen gibt und Fritzboxen als Freifunkdosen in die Luft hält, der hat bei diesem Thema noch Nachholbedarf. Und jede Beratung im Ausschuss hätte bei Ihnen zu Erkenntnisgewinnen geführt. Wir werden uns bei diesem Antrag enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Schick, Kurzintervention. Es tut mir leid, wir konnten es nicht anzeigen, weil sie so ganz kurzfristig reingekommen ist. Herr Kollege Olejak wollte Sie gerne halten, müsste sich bitte einmal eindrücken, damit hier. Dankeschön. Mikro ist frei. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Schick, ich finde es persönlich jetzt etwas schade, dass Sie als Iserlohner hier nicht das ehrenamtliche Engagement der Freifunker im Raum Iserlohn dahingehend vielleicht würdigen, die dort ehrenamtlich tätigen Leute, die es dann sogar geschafft haben, dass, meines Wissens nach, die Stadtwerke Iserlohn jetzt zusammen mit den Freifunkern die Iserlohner Innenstadt komplett mit Freifunkroutern ausstatten werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schade. Sie haben vollkommen recht, dass es dort großes ehrenamtliches Engagement gibt. Auch die Stadtwerke haben sich entsprechend engagiert. Ich habe lange Zeit im Aufsichtsrat der Stadtwerke mitgewirkt. Also mir nun zu unterstellen, dass ich dort kein entsprechendes Herz für diese Bewegung habe. Es sind einvernehmliche Unterstützungsmaßnahmen gewesen, aber es geht hier nicht um Iserlohn, sondern es geht um das gesamte Land. Und da stellen wir nun mal eben entsprechende Defizite fest im Bereich der Breitbandversorgung. Dort gibt es kein umfassendes Konzept, sondern hier gibt es nur einen einzelnen Vorschlag, der wieder einmal den Blick, ja, falsche Rede sagen Sie, ich würde sagen falsche Schwerpunkte, weil Sie nach wie vor bei diesem Zukunftsthema nicht das entsprechende Tempo machen und damit wichtige Zukunftschancen für Nordrhein-Westfalen verspielen und in wichtigen Bereichen wie Industrie 4.0 nicht die Basis schaffen. Das ist der eigentliche Skandal und nicht, ob man hier einzelne Freifunker, die man in der Vergangenheit als Stadtwerke und als Kommune Iserlohn unterstützt hat, nicht noch einmal entsprechend würdigt. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Schick. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Nückel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Freien Demokraten begrüßen das Engagement der vielen Freifunkinitiativen und auch, dass immer mehr institutionelle Partner dabei mitmachen. Aber eins muss man sagen, Vorratsdatenspeicherung und Freifunk passen nicht zusammen. Applaus Freifunk
wird sicher, ist und wird auch mal mehr ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung des Landes sein. Deswegen freue ich mich auch, dass wir über dieses Thema hier reden. Was mich allerdings weniger freut, auf welcher Art und Weise Rot-Grün mit Assistenz der Piraten mit diesem Thema umgeht. Herr Lammler, ich weiß, Ihnen ist dieses Thema ein Herzensanliegen, aber ich fürchte, Sie sind in die Honigfalle von Rot-Grün getappt. Ich meine jetzt das nicht, diese Falle, um Bären zu locken, sondern ich meine diese Falle, die als operative Maßnahme gedacht ist, mittels vorgespielter Zuneigung und ich nenne es jetzt mal erotischer Verführung einer Zielperson. Die Erotik dieser Situation kommt in diesem Fall durch das aufreizende Winken von Rot-Grün mit der Gießkanne. Und damit sind wir nämlich beim Inhalt des Antrages. Und der vorliegende Antrag wird durch diese Gießkanne, mit der man winkt, aber wo nicht erkennbar ist, was drin sein wird, wird den engagierten und vielen qualifizierten Freifunkern eben in keiner Weise gerecht. Sie wollen doch auf recht billige Weise, und da nehme ich Sie jetzt allerdings aus, bei den Freifunkern sich beliebt machen. Sie kündigen in diesem Antrag vage finanzielle Unterstützung an, schaffen es aber nicht mal in dem Papier, halbwegs verbindliche Zusagen zu machen. Das ist angesichts der katastrophalen Lage des Haushaltes, des Landes zwar verständlich, aber eigentlich doch nur ein Versuch, hier ein bisschen kostenlose Werbung für sich zu machen. Und es ist sehr scheinheilig. Und unabhängig davon gehen Sie völlig falsch an die Sache rein. Aus diesem Papier schreit ja der Ihnen innewohnende Etatismus. Denn private Initiativen und privates Engagement findet nicht statt, weil der Staat mit ein paar Almosen lockt, sondern weil die Menschen sich engagieren wollen und etwas Innovatives bewegen wollen. SPD, Grüne und in diesem Fall auch die Piraten glauben aber, dass alles Gute nur vom Staat ausgehen kann. Das ist bedauerlich und ich halte es für falsch. Zweitens, Sie fordern, dass öffentliche Einrichtungen, Liegenschaften für die Aufstellung von Wireless-Lernroutern zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Gedanke klingt natürlich erstmal ganz gut. Leider haben sich die Piraten aber auch da von SPD und Grünen hinters Licht führen lassen. Denn was diese Forderung bedeutet, ist klar. Die Landesregierung will erstmal ihre eigene Verantwortung auf Private abwälzen. Denn aus unserer Sicht müssen selbstverständlich alle öffentlichen Einrichtungen des Saarlandes selbst für offene Wireless-LAN-Zugänge sorgen. Das wäre ein Beitrag zur Stärkung von Internetzugängen in der Fläche. Aber vielleicht hat Rot-Grün auch nur eine Möglichkeit entdeckt, sich eigenes Engagement ein bisschen zu sparen. Wenn sich mit ein paar Mitteln und bei ein bisschen Einsatz die Mittel bei öffentlichen Einrichtungen sparen lässt, dann kommen private Initiativen natürlich immer gerade recht. Ich finde es bemerkenswert, dass die Piraten sich dieser Forderung angeschlossen haben, wo sie doch sonst stets mehr Engagement, wichtigerweise für den Breitbandausbau, fordern. Und wenn dass die Landesregierung mit dem Freifunk und den Landesimmobilien vielleicht, ja, wenn es ihr ein Herzensanliegen wäre, ja, warum hat sie es da nicht längst getan? In der Tat, seit Oktober liegen ja auch ihre Ideen auf dem Tisch, aber seit diesem Hinweis sind Monate vergangen. Da haben wir nichts gehört. Vielleicht hört man da auch eher in den Kantinen, in der Landesimmobilien, wie die Schnecken im Salat randalieren. Also nun, jenseits vom Anbiederungsversuch bietet dieser Antrag den Freifunkern nichts. Dafür spricht ja auch, dass sie sachlich und fachlich nicht diskutieren wollen und nicht in den Ausschuss überweisen. Damals lag ein anderes Papier vor. Sie wissen schon, warum sie es tun. Deswegen lehnen wir als FDP-Fraktion heute diesen Antrag ab. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Lückel. Sie haben das Signal gesehen. Herr Kollege Lammler würde jetzt gerne seine Kurzintervention halten. Würden Sie sich einmal eindrücken, dann kann ich Ihr Mikro freigeben. Danke schön, Mikro ist frei. Ja, sehr geehrter Herr Schick, vorab würde ich, verzeihen Sie bitte, ich habe was anderes erwartet, Herr Nückel. Vorab, ja, bitte keine Tumulte in den Reihen der CDU. So, Herr Nückel, vorab möchte ich Sie darüber informieren, dass ich als Imker sehr wohl den Umgang mit klebrigem Honig beherrsche.
Zweitens, ist Ihnen bekannt, dass in allen Entstehungsphasen oder in der Entstehungsphase und allen weiteren Phasen dieses Antrags es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und den Freifunk-Communities gab? Diese Forderungen, die dort aufgeführt sind, sind in Rücksprache mit den Freifunk-Communities getroffen worden. Und ja, auch wenn sie Ihnen zu unkonkret sind, Sie können sich eins sicher sein, die Freifunk-Communities werden die Landesregierung, die Fraktionen hier daran messen, was am Ende dabei rumgekommen ist. Insofern finde ich es persönlich sehr schade, dass die FDP hier diesen Eiertanz vollführt und zwanghaft nach irgendwelchen Gründen sucht, um diesen Antrag abzulehnen. Dankeschön. Ich glaube, der Eiertanz liegt auf Ihrer Seite, weil es eben nur vage Andeutungen gibt und es eben keine konkreten Schritte gibt. Da müssen Sie uns schon, ja, es erlauben, auch dann zu sagen, nee, das machen wir nicht mit, weil es eine Scheinlösung ist. Sie reden jetzt zwar hier von den Freifunkern, natürlich reden Sie mit Freifunkern, es sind einige Initiativen, aber glauben Sie mir, als alter Freifunker habe ich da auch sehr viel Kontakt und viele halten auch diesen Vorstoß eben für scheinheilig, weil er im Grunde höchstwahrscheinlich nichts bewirken wird, weil der Antrag inhaltlich eben nichts hergibt. Es ist im Grunde wie gestern bei dem Antrag zur Medienpolitik, es ist im Grunde wieder eine schöne Beschriftung auf einer tollen Verpackung, aber drin ist nichts weiter als Puffreis. Nicht einmal heiße Luft finden sich dort. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Schneider in Vertretung für Frau Ministerin Schwaldüren. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Weil mir zum Thema Erotik und Freifunk wenig einfällt, jedenfalls im Moment, möchte ich mich in erster Linie mit dem letzteren Thema beschäftigen. Herr Nückel, ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Meine Damen und Herren, Mülheim Ruhrpromenade 01, FF Hattingen Rathaus, Utopiastadt Coworking Wupper, das sind drei Namen derzeit für aktive WLAN-Zugangspunkte in Nordrhein-Westfalen. Im Netz des Vereins Freifunk Rheinland sind derzeitig 4.200 dieser Zugangspunkte vorhanden. Die Liste aller aktiven Knoten im Netz des Freifunks Rheinland kann jeder im Übrigen online nachlesen. Diese Liste veranschaulicht eigentlich drei Besonderheiten. Erstens, Freifunk ist in NRW eine breite gesellschaftliche Bewegung. Einzelhändler, Privatpersonen, Vereine, sie alle knüpfen ein offenes, nicht kommerzielles Netz. Zweitens, Freifunk ist im Land breit verteilt und kein Großstadtphänomen. Und drittens, Freifunk wächst. Vorigen Dezember meldete Freifunk Rheinland 1.000 Knoten, derzeit, wie ich eben sagte, weit über 4.000. Und wenn es so weitergeht, werden es dieses Jahr am Ende vielleicht über 9.000 Knoten sein. Das ist großartig und deshalb sind die Ziele des Antrags nur zu begrüßen. Offene, freie WLAN-Zugangspunkte sind eine wichtige Ergänzung bei der mobilen Internetversorgung. Das ist auch ein Ergebnis der aktuellen Breitbandstudie von Wirtschaftsministerium und NRW-Bank. Ich zitiere nur einige Sätze daraus. Im Ergebnis ist WLAN in der Tat eine interessante Infrastruktur für innerstädtische bzw. stark frequentierte Bereiche und kann erheblich zur Attraktivität dieser Orte beitragen. Nicht kommerzielle Initiativen mit Prinzipien, wie sie Freifunk hat, sind eine wichtige Ergänzung bestehender kommerzieller Angebote, im Übrigen keine Konkurrenz dazu.
Da es in diesem Antrag um Freifunk geht, ist es sinnvoll, sich dessen Besonderheiten vor Augen zu führen. Wichtig ist erstens Datensicherheit. In offenen Zugangspunkten müssen Nutzer ihre Datenübertragung selbst sichern, indem sie verschlüsselte Protokolle nutzen oder ihren Datenverkehr komplett mit einer verschlüsselten Verbindung abwickeln. Zweitens, bei Freifunk geht es nicht nur um ein freies WLAN. Freiwillige arbeiten zum Beispiel mit Jugendlichen in Projekten an Hard- und Software und fördern so Technikkompetenz. Dies dient dem Gemeinwohl. Der Antrag, der hier in Rede steht, enthält gute Ideen zur Unterstützung freier WLAN-Zugangspunkte. Die Hinweise auf Informationskampagnen über Freifunkinitiativen und Liegenschaften als mögliche Standorte für Zugangspunkte sind angekommen. Sie müssen nun ebenso geprüft werden wie die Möglichkeiten auch finanzieller Unterstützung. Und wir sind offen für neue Wege, Teilhabe zu sichern und auszubauen. Die Landesregierung wird zudem weiter Einfluss auf die Novellierung des auch schon angesprochenen Telemediengesetzes nehmen. Wir wollen eine rechtssichere und anbieterfreundliche Regelung bei der sogenannten Störerhaftung. Die bislang vorgelegten Änderungen sichern das im Übrigen nicht. Wir werden auf eine Besserung drängen, die freie WLAN weiter ermöglicht, denn wir wollen digitales, bürgerliches Engagement fördern, im Übrigen nicht nur in Iserlohn, sondern überall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Schneider. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 8 und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und Piraten haben direkte Abstimmung beantragt. Deshalb frage ich, wer dem Inhalt des Antrages Drucksache 19/70 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten, SPD, Bündnis 90, die Grünen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Vielen Dank. Wer enthält sich? Demzufolge die CDU. Dankeschön. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Antrag damit angenommen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt